Ich habe alles in mir, wodurch ich wirken kann. Das ist ein Zitat von Hildegard von Bingen. Und das trifft es einfach so auf den Punkt, was die Präsentation und Präsenz angeht. Denn ihr, ich mag gern du sagen, ihr, du, ihr habt alles schon in euch, wodurch ihr wirken könnt. Es ist alles da. Von Kindesbeinen an haben wir schon mit Händen und Füßen geredet, bevor wir überhaupt eine Stimme hatten. Und dann haben wir die Stimme entdeckt und die auch kräftig mitbenutzt. Und im Prinzip ist ja immer schon alles da gewesen, wurde von uns genutzt. Oft haben wir aber auch eins auf den Deckel gekriegt. Wir sind zu laut, wir sind zu viel, zu fuchtelig, zu dies, zu jenes, sei doch mal still, halt doch mal den Mund, was redest du da für ein Blödsinn? Das heißt, wir sind irgendwann konditioniert worden, dass es vielleicht besser ist, dass wir lieber gar nichts sagen, weil dann kriegen wir schon keins auf den Deckel. Und die Arbeit, die ich mit meinen Kunden habe, in Trainings, in Coachings oder auch in Vorträgen, was mir wichtig ist, ist einfach wieder Mut zu machen, dass ihr euch selber wieder entdeckt und wahrnehmt als wunderbare Wesen, die eine Botschaft haben, die etwas zu sagen haben. Und es kommen viele Menschen zu mir, die auch sagen, ja, ich muss da einen Vortrag halten, ich muss da eine Präsentation halten. Und das Erste, was ich immer sage, ist, müssen ist so ein Wort, was wir gerne aus unserem Wortschatz streichen dürfen. Wieso musst du? Wer sagt, dass du musst? Ich mache das immer gerne mit dem Flipchart, dieses Wörtchen müssen mal mit aufzuschreiben. Natürlich gleich wieder durchzustreichen, weil ich finde es ganz gruselig. Aber wir nehmen das einfach mal zur Sichtbarkeit. Also müssen. Und dann gibt es ja noch das sollen. Ne? Sollen ist die kleine Schwester von müssen, will auch keiner haben. Und dann kann man das einfach schon mal direkt wieder streichen. Also bitte gar nicht mehr verwenden. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn das wegfällt, was nehmen wir denn stattdessen? Was können wir denn nehmen, um das Müssen oder das Sollen zu ersetzen? Hat jemand eine Idee? Dürfen? Gerne. Mhm. Dürfen. Was gibt's noch? Wollen, möchten. Mhm. Gibt's noch was? Können. Können. Mhm. Was gibt es noch? Machen sozusagen. Mhm. Machen, tun. Okay. Noch eine Idee? Ich schreibe es mal mit auf. Es ist sehr zaghaft, finde ich, so erlauben. Das habe ich nicht verstanden. Kein klassisches Hilfsjahr. Kein, ja. Okay. Genau, aber ist eine Idee, kann man auch mal probieren. Okay, was gibt's noch? Aha. Werden? Ja, ich werde das machen, okay. Ich schreibe es mal mit auf. Okay. Was auch ganz klar ist, ist, dass diese Wörter wie dürfen, wollen, möchten, können und so weiter, dieses müssen in der Dringlichkeit nicht wirklich ersetzen. Ich mache da jetzt direkt meine Alternative hin, weil ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Trainings-, Coaching-Seminaren, dass die noch nicht präsent ist. Aber das wird sich ja jetzt glücklicherweise ändern. So. Guck, ob ich hier jetzt noch Platz drauf habe. Schon so viel auf der rechten Seite. Okay, ich versuche es mal hier unten. Kann man das lesen von da oben? Es ist mir oder es ist wichtig, das. Wir haben immer die Entscheidung, wenn jemand sagt, du hältst jetzt einen Vortrag, ich kann immer noch entscheiden, ob ich sage, pff, nee, ja, vielleicht gibt es jemand anders, der das besser kann. Aber die Frage ist, wenn ich gefragt werde, dann glaubt derjenige ja, dass ich das kann oder dass es zu meinen Aufgaben gehört. Und jetzt habe ich die Entscheidung zu sagen, wenn es mir wichtig ist, dass ich das gut mache, was brauche ich jetzt noch dafür? Brauche ich jemanden, der mich unterstützt? Brauche ich vielleicht einen Trainer und Coach? Mag ich ein Buch darüber lesen, ein Video schauen? In welchem Bereich auch immer ich unterwegs bin. Bei mir geht es natürlich um Präsenz und um Reden. Aber wenn mir etwas wichtig ist, habe ich die Energie. Wenn ich etwas muss, müssen ist immer ein Druck. Druck erzeugt Gegendruck.
Druck weckt Widerstände und ich habe immer damit zu tun, mit diesem Widerstand zu kämpfen. Aber wenn ich mich dafür entscheide zu sagen, es ist mir wichtig, dass ich das gut mache, es ist mir wichtig, dass es auch noch Spaß macht, dann kann ich den Weg finden, was brauche ich jetzt dafür, dass ich es tun kann, dass ich mich dabei wohlfühle, dass ich eine Wirkung erziele. Das heißt, die Entscheidung ist der erste Schritt und das Mindset, der Gedanke daran, wie kann ich das so gut, wie ich kann, machen. Und das ist der erste Schritt. Ich mache es immer noch mal so ein bisschen deutlich, wenn man so in diesen privaten Bereich geht, was man vielleicht alles muss. Also ich zum Beispiel als selbstständige Mutter muss ja auch einiges, ne? Theoretisch. Also wie gesagt, ich habe ja das Wort eliminiert, aber um es klar zu machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich muss am Wochenende an den Bodensee fahren, weil ich muss da moderieren und einen Vortrag halten. Und dann muss ich aber auch noch schauen, dass wir die Wäsche noch erledigt kriegen vorher. Schwarz, weiß, bunt, drei Ladungen. Und dann muss ich vielleicht noch einkaufen, dass wenn wir sonntagnachts nach Hause kommen, wir für Montag noch Frühstück haben. Und dann muss ich und muss ich und muss ich und muss ich und muss ich mir noch vorbereiten, Moderationskarten schreiben und so weiter. Ne, ungefähr ein Gefühl, wie sich das anfühlt, das Müssen ist furchtbar. Und jetzt, wenn ich sage, es ist mir wichtig, dann passieren viele Dinge, die man wirklich mal wahrnehmen darf. Und zwar, ich kann sagen, also mir ist wichtig, dass ich am Wochenende am Bodensee bin, weil ich die Veranstaltung ganz grandios finde, weil ich mich freue, ein Teil davon sein zu dürfen, weil ich liebe es zu moderieren und Vorträge zu halten. Also mir ist wichtig, hinzufahren. Mir ist wichtig, dass wir vorher die Wäsche erledigt kriegen, weil wenn ich sonntags nach Hause komme und montags die Woche startet, will ich da nicht von vorne anfangen. Ich kann aber entscheiden, wie wichtig das jetzt wirklich ist, wenn wir vielleicht schon im Aufbruch sind und die Wäsche liegt da noch. Dann kann ich entscheiden, ist es also wichtig, dass ich das heute noch mache, bevor wir fahren? Und bin ich die Einzige, die Wäsche zusammenlegen kann? Also das heißt, ich habe dann die Entscheidung, delegiere ich es? Ne? Kann jemand anders mithelfen? Mein Mann, meine Tochter? Oder verschiebe ich es zeitlich? Also mache ich es dann halt doch sonntagabends. Kann ja auch die Socken einfach so anziehen, muss ja nicht zusammenlegen vorher. Ne? Also ich werde flexibler in meinem Zeitmanagement. Und dann kann man das eben so auf den Alltag übertragen. Und dann kann ich entscheiden, okay, ja, ich will die noch schnell zusammenlegen. Ich habe es echt geschafft, noch kurz vor der Abfahrt drei. Weil, ne, mein Mann hat dann den Wagen gepackt und andere Dinge gemacht. Und das gibt dann nämlich wieder ein Glücksgefühl, wenn wir es nicht müssen. Aber wir sagen, okay, wir schauen mal, es ist mir schon wichtig, was wir dann alles schaffen können, wenn wir es freiwillig machen. Immer mit diesem Gefühl, es ist mir wichtig, das ist enorm. Und es nimmt so den Druck raus. Und man kann eben auch Menschen finden, die sagen, komm, ich helfe dir geschwind, was brauchst du? Ne, dir ist es wichtig, wie kann ich dich unterstützen in dem, was dir wichtig ist? Enorm, was sich da manchmal für Synergien ergeben. Der eine macht dies gerne, der andere macht jenes gern. Wenn man etwas gerne macht, geht es ja auch meistens schneller. Das heißt, auch da entwickeln sich Dinge, wo wir sonst immer dachten, was ich alles muss, auf meinen Schultern. Aber auch hier ist es immer ein Team, was uns unterstützt. Familienteam, Freundesteam, Kollegenteam, Team wie heute hier. Also auch da geht mehr in den Teamgedanken, in die Idee, was kann ich jetzt einfach nutzen und wer kann mir dabei helfen. Was ist noch wichtig, wenn es jetzt Richtung Vorträge, Präsentationen geht? Also ihr habt euch jetzt entschieden, okay, es ist wichtig, dass ich das selber mache, weil es ist meine Botschaft, meine Rede, meine Präsentation. Was ist jetzt spannend? Wie könnt ihr anfangen? Denkt mal an die Möglichkeit des Anfangs. Ich habe auch durch meine vielen Moderationen irgendwann gedacht, es ist so langweilig auch für mich, wenn ich immer wieder auf einer Bühne stehe und sage, hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind, wir sind hier XYZ und du machst das jedes Mal, immer nur hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Das ist für mich irgendwann so langweilig geworden, dass ich dachte, wie kann ich denn das überhaupt spannend präsentieren, wenn es mich schon langweilt im Vorfeld bei dem Gedanken da dran. Und was ihr natürlich auch mal tun könnt, ist Menschen beobachten. Wie machen denn die denn das? Was ist denn dann spannend? Wie könnte es funktionieren? Und ein schöner Einstieg für eine Präsentation, wenn ihr zum Beispiel eine kurze 7 Minuten Begrüßungsansprache habt, kann immer ein Zitat sein. Haben wir heute ja auch schon gehört, mit Zitaten zu arbeiten. Ein Zitat ist kurz, ist auf den Punkt, hat jemand anders Cleveres gesagt und kann einstimmen auf das, worum es geht. Ich bin zum Beispiel gelernte Köchin, habe meine Kochlehre gemacht im Münstertal, also ich schwätze auch Schwäbisch, weil ich komme aus Esslingen, kann mich hier mal outen. Ist jemand aus Esslingen da? Am Neckar? Nee, oder vielleicht aus Münstertal auch nicht? Okay. Und ich moderiere ganz gerne kulinarische Veranstaltungen, logischerweise, weil ich als gelernte Köchin, die gerne redet, was gibt es da Besseres auf der Bühne, das macht immer Riesenfreude. Und wenn ich in Freiburg zum Beispiel auf der Plaza Culinaria moderiere und die eröffne, dann liebe ich ein Zitat von Goethe. Und der hat gesagt, kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend.
Und dann kommt die Überleitung. Und weil hier auf der Messe 3 Tage lang sich alles um das Thema Genuss dreht und Sie können verkosten und Kochshows erleben und probieren und naschen und schlemmen, ich bin mir sicher, da werden ganz viele bleibende Eindrücke bei Ihnen mit nach Hause genommen. Und damit herzlich willkommen zu Plaza Culinaria. Das kann ein Opener sein. Zitat, Brücke, also erklären und dann reingehen in die Begrüßung. Dann macht es Spaß. Und ich nenne das immer so gänsehautgeniale Momente. Wenn ihr merkt, dass der Opener mit der Brücke eine Stimmung erzeugt beim Publikum, dann, also ich stehe dann immer da und denke, oh, ja, macht Spaß. Ne? Und wenn ihr in diese Freude geht, in diese Vorbereitung, okay, wie steige ich ein? Womit kann ich mein Publikum einstimmen auf das, was kommt? Wie kann ich es begeistern? Dann seid ihr in eurer Vorfreude und ihr könnt gar nicht erwarten, auf die Bühne zu kommen oder in die Präsentation. Es kann vor Firmen sein, es ist egal, ob es eine große Bühne ist, eine kleine, ein Kundengespräch. Ihr könnt einfach solche Möglichkeiten nutzen. Und es macht auch riesig Freude, Zitate zu googeln, weil es kann sein, ihr habt irgendwie 3, 4 Zitate und dann wisst ihr noch nicht so genau, welches jetzt wirklich fürs Event passt und es formt sich aber, es entwickelt sich in der Vorbereitung. Oder es kann auch sein, ihr habt eins vorbereitet und auf dem Weg zur Veranstaltung hört ihr Radio und dann kommt da so ein Zitat angeflogen und ihr denkt, genau, das ist 1000-mal besser als das, was ich vorbereitet habe. Habe ich auch schon erlebt. Also guckt da nach Möglichkeiten, was euch inspiriert. Es gehen Zitate, es gehen Geschichten, haben wir heute auch schon erlebt. Ne, der Clemens mit seiner vor 200.000 Leuten auftreten Geschichte. Ihr könnt direkt mit einer Geschichte einsteigen, wenn ihr ein bisschen mehr Redezeit habt. Bei so einem 7-Minuten Vortrag sind vielleicht die Geschichte dann zu raumfüllend. Deswegen entscheidet immer, was passt. Ihr könnt auch mit einem Trailer, mit einem Videofilm, mit einem Einspieler beginnen. Dann ist ganz wichtig, dass A, die Musik, die vielleicht im Trailer verwendet ist, GEMA-frei ist und dass der Trailer eine gewisse Länge nicht übersteigt. Also 30 bis 90 Sekunden macht Sinn, für einen Trailer zu beginnen. Ich habe auch schon Vorträge erlebt, die 5 Minuten liefen, also der Trailer, und dann auch noch nicht unbedingt zum Thema gepasst haben. Dann denkt man sich, oh, die Zeit kann ich auf YouTube auch selber entscheiden, was ich gucken will. Also auch da immer schauen, dass es zum Thema passt, dass es einführt, dass es Lust macht auf euch, auf eure Präsentation. Also wie gesagt, steht auch übrigens alles in meinem Buch, ne, was da so für Tipps sind, aber ich kann euch auch gerne, wenn ihr mir die Visitenkarte an den Platz legt, diese Tipps, wie steige ich ein, kann ich auch per E-Mail euch schicken. Ne? Also es ist ein Zitat, es ist eine Anekdote, ist eine Geschichte auf dem Weg zur Veranstaltung, wenn ihr da was Schönes erlebt habt. Das kann funktionieren, wenn es spannend ist. Also ich habe auch schon Kollegen erlebt, die sagen, ja, ich bin jetzt heute hierher gefahren, habe im Parkhaus geparkt, bin darüber gelaufen, freue mich, dass Sie hier sind, Sie haben hoffentlich auch gut den Weg gefunden. Ja, bringt nichts. Und dadurch, dass alle da sind, ja, sie haben ja den Weg gefunden. Ne? Also immer überlegen, macht es Sinn, was ich sage? Bringt es den Menschen was? Oder ist es irgendwie so ein Lückenfüller und ich müsste halt irgendwas sagen? Ja? Aber wenn was Tolles passiert ist auf dem Weg zur Veranstaltung, was ist ich, ein besonderer Morgennebel, der sich gelichtet hat und dann kam die Sonne raus und so ist der Spirit der Veranstaltung. Wenn es Sinn macht, gerne dann auch im Weg zur Veranstaltung was nutzen, was passiert ist. Ne? Zitat, Anekdote, dann ein Trailer, ein Videofilm. Ihr könnt generell mit einer Musik beginnen. Gibt ja viele Speaker, die so ein wie so die Boxer da so eine Hymne haben und dann kommen die da einmarschiert und kommen auf die Bühne. Das stimmt auch schon ein auf die Veranstaltung. Das kann man auch gut nehmen oder mit einem Bild anfangen, dass man ein Bild einblendet und dann über das Bild spricht, wenn es Sinn macht. Zum Beispiel eine Speaker-Kollegin von mir macht Physiognomik, also Gesichter lesen, Gesichter erkennen. Und die fängt dann halt mit einem Bild an, dann kann man sich schon mal einstimmen, das ist so gespiegelt. In der Mitte das Original und auf der linken Seite ist es dann die linke Seite doppelgespiegelt und rechts die rechte Seite. Verständlich? Nee, doch, gut. Genau, und damit fängt sie an und dann kann man schon beim Publikum sich das Gesicht so anschauen, fängt sie an zu erklären. Ne? Und dann steigt sie mit dem Bild ein, das wirkt und dann erzählt sie was dazu. Also das geht. Und ansonsten werdet kreativ. Aber der Einstieg ist wirklich das Essentielle. Wenn ihr wisst, wie ihr anfangt und wie ihr in eurer Energie, in eurer Leidenschaft seid, dann ist der Start für euch gemacht. Und dann natürlich, klar, was will ich denn im Verlauf meiner Rede sagen? Habe ich eine halbe Stunde, habe ich eine Stunde? Wie time ich das? Was ist generell meine Botschaft? Also ich habe im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt seit 8 Jahren als Moderatorin unterwegs und dann auch als Coach und Trainerin, dass es manchmal auch wirklich eine Entscheidung ist, was lasse ich weg? Weil ihr seid ja super vorbereitet mit euren Präsentationen, mit was auch immer ihr macht. Also ich setze es jetzt voraus, nur ihr seid vorbereitet. Und jetzt kommt es darauf an, was nutze ich wirklich und was lasse ich vielleicht weg, weil es gerade doch nicht so wichtig ist. Und das ist auch immer ein Gefühl, das ihr dafür habt. Das ist eure Intuition, die euch leitet. Und das ist natürlich auch ein Vertrauen, was ihr in euch haben könnt und dürft und was ihr lernen könnt. Was lasse ich wann wie weg? Auch wenn ich meine Moderationskarten schreibe zum Beispiel, da steht voll viel Text drauf. Warum steht da voll viel Text drauf? Weil ich brauche mal einen Fließtext. Ja, weil könnte ja mal sein, ich vergesse oder weiß nicht mehr, wo ich bin oder habe einen Blackout. Hatte ich noch nie.
toi toi toi, ist das Holz, keine Ahnung. Wenn ich einen Blackout hätte und ich hätte nur Stichworte, hätte ich keine Ahnung, wie ich aus einem Stichwort einen Satz machen soll. Wo soll der hinführen? Was, wie, wo, was, ne? Deswegen habe ich ganze Sätze, dann kann ich im Zweifel immer noch den Satz nochmal lesen, aha, darum geht's, kann den ins Publikum präsentieren und bin entspannt. Ja? Aber es steht voll viel auf meinen Karten und das, was wichtig ist, ist dann halt fett und bunt markiert. Aber ich gucke überhaupt nicht mehr rein, weil ich bin ja vorbereitet. Ich habe mich ja zu Hause schon hingesetzt, habe die Texte übernommen, habe die gekürzt, habe mich mit den Menschen unterhalten. Was ist denn wichtig, über den Einzelnen zu erzählen? Was finde ich wichtig? Ich persönlich, was ist wichtig für euch zu wissen? Natürlich spreche ich auch vorher nochmal mit den Referenten manchmal und sage, hier ist dir noch was besonders wichtig, was ich erwähnen darf. Und ansonsten, ja, geht es um die Stimmung. Also manchmal ist wirklich die größere Kunst, was wegzulassen und auch dann zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich jetzt was weglasse. Ja, dass ich kann nicht alles sagen. Das ist einfach in der Natur der Sache. Also es ist wichtig, dass ich mich auf die Quintessenz konzentriere. Was auch wichtig ist, ist, dass ihr lernt, über eure Dinge zu lachen, die nicht so funktionieren, wie ihr sie vielleicht euch gedacht habt. Das klingt jetzt irgendwie leichter, als es ist. Ich sage das aus Erfahrung und die Christine weiß schon, auf welche Geschichte ich anspreche. Denn die hat sich während des Lesens von meinem Manuskript auch so dermaßen weggelacht. Es ist in meinem Buch mit drin und ich erzähle euch die Geschichte, weil es für mich eine wichtige Erfahrung war. Ich war in Bonn auf einer Abendgala mit ungefähr 500, 600 Gästen, habe da moderiert und es war eine 50-Jahr-Feier einer Vereinigung. Und die nennt sich BSK. Zufällig jemand da von der BSK? Nee. Also das ist die Bundesfachgruppe Schwertransport und Kranarbeiten. Und es war wirklich ein wundervoller Abend mit Musik, mit Buffet, mit ganz tollen Künstlern, Tombola, Preisausschreiben, Auszeichnungen der langjährigen Mitglieder. Eine runde Sache und ich habe mich natürlich wohlgefühlt. Ich liebe Gala-Moderation, so wirklich schön im edlen Zwirn und gestylt und gedresst und einfach ein tolles Ambiente, wenn es was zu feiern gibt. Ich liebe das, wenn Dinge gefeiert werden. Ich finde, man sollte sowieso viel öfter feiern. Na gut, also alles gut gegangen. Ich natürlich vorbereitet, konzentriert und kurz vor meinem letzten Auftritt sind noch so Comedians auf die Bühne gekommen, die so Comedy-Einlagen gemacht haben, Akrobatik, Comedy gemischt und so weiter. Ich kann bis heute nicht sagen, ob ich mich irgendwie anstecken ließ von diesen Comedians oder ob ich vielleicht auf der Zielgerade meiner Abschlussmoderation nicht mehr so ganz konzentriert war. Auf jeden Fall habe ich mir angewöhnt, am Schluss immer den Menschen noch was Gutes zu wünschen. Also genießen Sie noch den Abend, feiern Sie schön, tanzen Sie und lassen Sie sich's gut gehen und auf die nächsten 50 Jahre BSE. Oh ja. Auf die nächsten 50 Jahre BSE. Wer kennt BSE noch? Also Rinderwahn wünsche ich eigentlich keinem Kunden von mir. Aber es war raus. Es war raus. Und es klingt ja noch nicht mal vergleichbar ähnlich. Also BSK, BSE, ja gut. Also ich meine die ersten zwei Buchstaben, aber ich kann es nicht sagen. Aber der Saal hat getobt vor Lachen. Die haben wirklich gebrüllt. Die fanden es urkomisch. Ich stand da und habe gedacht, wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder raus? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie sowas gefaselt von wegen, ja, ich glaube, die haben mich angesteckt, die Comedians und so, wir wissen Bescheid auf die nächsten 50 Jahre BSK, also feiern Sie noch, lassen Sie es gut gehen, tschüss. Dann bin ich hintenrum runter. Ich bin sonst immer an der Seite runter in den Saal, weil ich saß beim Veranstalter am Tisch. Ja, genau, oje, habe ich gedacht. Das Doofe war, ich musste da noch mal hin, weil ich hatte da noch meine Sachen. Also bin ich hinten um die Bühne runter und dann, also kommt man hinten in einem Gang raus und musste dann wieder in den Saal und aus dem Saal raus kamen schon die Ersten, die eben nicht mehr feiern wollten und die sagten so, das war ja ein Kracher, nächsten 50 Jahre BSE und ich dachte so, ich sehe nichts, ich höre nichts, das ist mir alles völlig wurscht. Ja, der Kunde war total dankbar. Der hat geliebt, was ich da gemacht habe, weiß nicht, die BSE hat er wahrscheinlich vergessen oder dachte, es gehört zur Show oder so. Und ich hatte zwei Tage später mein Honorar auf dem Konto. Also ist es wirklich so, der war happy und es war für ihn völlig irrelevant und der Saal hatte ja Spaß und sie haben ja gelacht. Aber ich habe echt ewig gebraucht, bis ich den Schock verdaut hatte. Weil für mich war es eine Katastrophe, weil es war nicht perfekt. Und ich wollte doch so gerne perfekt sein. Und es war den ganzen Abend toll, bis auf dieses eine kleine Ding. Und trotzdem war für mich der Abend gelaufen, weil ich gedacht habe, das hast du jetzt voll verbaut. Aber nur ich, nicht mal der Kunde, für den ich es gemacht habe. Und deswegen gebe ich euch einen weiteren wichtigen Impuls mit auf den Weg, den ich mir danach irgendwann geschworen habe, weil ich gesagt habe, so kann das ja nicht sein, dass ich danach tagelang, wochenlang mich schlecht fühle, nur wegen so einem kleinen Ding. Ne? Deswegen habe ich da was für euch. Ne, mit 2L, gell? Wenn man so davor steht. So.
Perfektion ist eine Illusion. Vollkommenheit ist das Ziel. Könnt ihr damit was anfangen? Sagt ihr ja, finde ich gut? Oder sagt ihr, das ist doch das Gleiche? Vollkommenheit, Perfektion, alles eins. Ich erkläre das geschwind, was ist der Unterschied? Ich erkläre das immer gerne am Beispiel von einem Smartphone. Wer hat alles ein Smartphone? Brauche ich eigentlich gar nicht mehr fragen, ne? Heute hat jeder ein Smartphone. Deswegen ist es so schön, das Beispiel. Und ein Smartphone kommt ja quasi jedes Jahr neu wieder raus, eine neue Version. Also von Apple, glaube ich, das iPhone X oder wie das jetzt heißt, 8. Und dann gibt es noch eine Version mit 320 Gigabyte Speicherplatz oder I don't really know. Es gibt jedes Jahr wieder eine neue Version. Es ist vollkommen, wenn es auf den Markt kommt, weil es hat alles, was es braucht, um jetzt verkauft werden zu können als neue Version. Noch mehr Speicherplatz, bessere Display, bessere Kamera, schickeres Design, was auch immer die Designer, Entwickler und auch die Kunden sich gewünscht haben und was jetzt machbar ist. Es ist vollkommen. Wenn es perfekt wäre, würde es nie wieder ein Nachfolgemodell geben. Weil wenn etwas perfekt ist, was gibt es noch zu verändern? Was gibt es noch zu verbessern? Was gibt es noch zu gestalten und zu kreieren? Es gibt dann nichts mehr. Und so dürft ihr euch auch gerne sehen. Ihr seid jetzt schon vollkommen so, wie ihr hier seid, wie ihr heute hier seid. Ihr habt alles da, was ihr braucht, um heute hier sein zu können, um euch zu vernetzen, um Spaß zu haben, um euch weiterzuentwickeln, um neugierig zu sein. Und ihr lernt immer weiter. Jeden Tag, jeden Moment, immer wieder. Und wenn ihr auf der Bühne steht, dann seid ihr in dem Moment vollkommen, weil ihr genauso vorbereitet seid, wie ihr jetzt im Augenblick vorbereitet sein könnt. Und laut Pino, ne, ihr könnt immer daran arbeiten, noch besser zu werden, euch noch wohler zu fühlen, noch mehr Freude zu haben bei dem, was ihr tut, vielleicht ein besseres Timing zu haben oder mit mehr Bildern zu arbeiten, was immer ihr meint, dass ihr gerne beim nächsten Mal verändern wollt, verändert. Aber seid euch dessen bewusst, dass ihr jetzt schon vollkommen seid. Und das ist einfach ein Riesengeschenk und das ist eine riesen Erkenntnis, zu wissen, es ist alles gut und ich kann, wenn ich möchte, hier und da Dinge verändern, wie ich es möchte, wie es zu mir passt und was zu mir passt. Und das ist auch, was ich abschließend euch noch mitgeben möchte. Seid ihr selber. Entdeckt euch und überlegt, wer möchte ich sein und was kann ich jetzt dafür tun. Denn ich habe auch Menschen, die zu mir kommen in meine Seminare und Trainings und die sagen, ja, ich habe mal gelernt, also meine Hände müssen Kreise machen, wenn ich rede. Jo, warum? Außerdem, wenn ich dann nur Kreise mache, wie soll ich mich auf das konzentrieren, was ich sagen will und wieso darf mein Körper denn eigentlich nicht mitreden? So richtig, wie er halt will. Ja? Oder ein italienischer, ich sage das extra, ein italienischer Klient von mir, der stand halt so da und hat erst mal präsentiert, und aber man sah immer, es zuckte so, ein bisschen. Da habe ich gesagt, schau mal, es zuckt bei dir, sieh mal, da ist doch was, was bewegt werden will, was ist denn los? Warum nutzt du das nicht? Ja, mir wurde mal gesagt, ich fuchtle zu sehr. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen Fuchteln, so wahllos vor sich hin fuchteln und selbst das kann auf der Bühne ganz nett sein. Und es gibt einen Unterschied zu, hey, ich nutze jetzt meine Gestik, setze Akzente, zähle auf, sag, was toll ist und wirklich nutze die Körpersprache, die jeder von uns ja von Kindesbeinen an schon hat, bevor er überhaupt den Mund aufgemacht hat. Und natürlich gibt es Menschen, die haben mehr Körpersprache und es gibt Menschen, die eher entspannt, souverän sind. Ich liebe auch Menschen, die total cool auf der Bühne sind, weil ich bin immer so am Rumflippen. Und das ist aber auch angenehm, ja? Wenn man Menschen hat, die in Ruhe sprechen und die vielleicht wenig Gestik haben, die akzentuiert, die dürfen auch auf der Bühne lernen, ein bisschen mehr zu geben. Und so ist meine Arbeit immer, Mut zu machen und zu zeigen, schau mal, da ist schon was, schau mal, dein Körper möchte, fühl das mal und jetzt lass ihn einfach mal. Gucken wir mal, was kommt und dann können wir das so ein bisschen geleiten. Ja, das ist meine Arbeit. Also Mut machen, seid mutig zu euch, lasst auch wirklich Dinge mal weg, was euch jemand gesagt hat, was ihr vielleicht müsstet oder sollt und geht da einfach raus und macht, was ihr machen möchtet. Und zwar, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, wirklich, was ist euch denn wichtig? Euch persönlich, ja? So wie auch dem Clemens wichtig ist, dass er da auf die Bühne konnte vor 200.000. Das ist, kann den anderen völlig unwichtig sein. Aber wenn es euch wichtig ist, dann findet ihr eine Energie, findet ihr Wege, findet ihr Menschen, die euch unterstützen und dann schafft ihr das. Und immer wieder diesen Teamgedanken im Vordergrund. Auch hier und die Zusammenarbeit mit dir, mit dem Buch, ist einfach ein Geschenk. Also wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, ich möchte ein Buch schreiben, ich weiß aber noch nicht wie, dann ist Christina auch ein wundervoller Coach. Also wir haben erstmal über Coaching zusammengearbeitet, weil ich hatte natürlich viele Ideen. Ich wollte meine Ergebnisse aus meinen Coachings, meine Impulse einfach in dieses Buch bringen. Auch weil Kunden gefragt haben, Mensch, was kann ich noch lesen, ergänzend, vertiefend? Habe ich immer tolle Kollegen empfohlen, aber dachte, ich kann ja auch selber eigentlich mal meine Sachen rausbringen. Und dann haben wir erst im Coaching zusammengearbeitet und dann kam die Idee, warum nicht auch im Sorriso Verlag. Und deswegen bin ich sehr dankbar und glücklich, dass es jetzt da ist, seit Mai. Ich habe es natürlich auch hier.
Reden ist Silber, Freireden ist Gold. Und warum ist das der Titel? Weil ich eine Rede erlebt habe im privaten Umfeld von einem Bräutigam-Vater, der die Rede gehalten hat zur Hochzeit seines Sohnes. Und er hat sich vor die Gäste gestellt und vor seinen Sohn und hat gesagt, eigentlich würde ich das, was ich jetzt zu sagen habe, gerne lieber frei machen. Aber weil es mir so wichtig ist, was ich zu sagen habe, lese ich das Ganze jetzt ab. Für mich als Freisprecherin, mir ist gleich mal mein Herz in die Hose gerutscht. Warum? Also Reden ist Silber. Ich finde es toll, wenn er den Mut hat, sich vor die Gäste zu stellen und so einen bewegenden Moment seinem Sohn zu sagen, was er ihm sagen möchte. Er tut es halt ablesend, weil er Angst hat, was zu vergessen. Gold ist, das Ding hinzulegen und sein Herz sprechen zu lassen. Und wenn da Tränen kommen, das ist voll okay. Hey, das ist so ein berührender Moment. Also seid auch mutig, zu euren Emotionen zu stehen. Und wenn da Tränen sind, ja, dann kommen die. Das ist doch auch ein Geschenk, dass wir Menschen sind mit Emotionen. Oder man kann halt einfach sagen, ja, für mich ist es Silber, ich bin lieber auf der Nummer sicher und dann mache ich das so gut ich kann, aber es fehlt halt das Herz. Und deswegen war mir das wichtig zu sagen, es ist schon toll, wenn ihr den Mut habt, vor Menschen zu sprechen und noch toller ist es, wenn ihr den Mut habt, euer Herz sprechen zu lassen. Und dann kommt sowieso alles. Euer Körper ist für euch da, unterstützt euch immer schon, das Herz schlägt automatisch, Verdauung läuft gleichzeitig, atmen tut ihr normalerweise auch noch. Das heißt auch so, reden, Gestik verwenden, kommunizieren, das funktioniert, wenn ihr euch einfach erlaubt, das zu tun, funktioniert dann irgendwann sowieso automatisch. Und ein bisschen Training hilft manchmal auch, das ist natürlich klar, aber es kommt aus euch und das ist das, was zählt. Und das ist einfach meine Botschaft an euch, dass ihr euch entdeckt und einfach die Liebe sprechen lasst und dann passieren ganz viele magische Dinge. Ich könnte natürlich jetzt noch stundenlang mit euch weiterreden, es macht total viel Spaß, aber ich weiß, wir haben jetzt wieder Pause, gibt da draußen Kaffee und Kuchen. Und was ich euch auch noch gerne sagen mag, es ist ja gerade Oktoberfest, manche lieben den Schlager. Ich auch ein wenig. Das heißt, es ist eine Single mit einem Song von mir. Falls ihr Lust habt, euch so ein bisschen einzugrooven auf Oktoberfest und Schlager, dann könnt ihr das an meinem Stand gerne erwerben. Also ein bisschen Schlagermusik. Ansonsten das Buch gerne am Stand vom Suriso Verlag. Ich signiere das auch gerne. Innen drinnen sind 15% Gutschein für meine Seminare. Also wer damit liebäugelt. Und ansonsten, wer gewinnt, gewinnt ja sowieso einen Gutschein für mein Seminar. Also kommt da gerne auf mich zu. Ich freue mich, wenn ich euch unterstützen kann auf dem Weg zu mehr Freude und Präsenz in eurem Weg, auf euren Bühnen, in euren Gesprächsanlässen. Und danke euch für euer Vertrauen. Dankeschön. Applaus